hier ist wieder euer Hansapilz. Ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich weiß, es ist sehr, sehr lange her, dass ich was gemacht habe, aufgenommen habe. Ich kam wirklich einfach nicht dazu. Es gab privat einiges, wenig Zeit. Ich kam kaum dazu, am Computer zu sitzen, geschweige denn überhaupt Computer zu spielen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es jetzt endlich wieder weitergeht. Und wir spielen heute Wick. Ich habe nur ganz wenig von dem Spiel irgendwie mitbekommen. Man läuft durch den Wald, hat nur eine Kerze, weil es heutzutage wohl nicht so ist, dass jeder ein Smartphone mit Taschenlampe hat oder sowas. Ja, auf jeden Fall haben wir Kerzen. Wir müssen auch schauen, dass unser Licht, unsere Kerze nicht ausgeht. Und ich würde sagen, wir versuchen es direkt mal mit New Game. Und ich musste erstmal ein bisschen leiser machen. Es war furchtbar laut. Furchtbar laut. So. Teenager in the Woods, one blindfold, they're playing Wick, ja super. Children in the Woods and can be seen by candlelight, okay. So. Yeah, I've heard the story. No, it's true. It was a long time ago. No, it's true. The house burned down. The parents died, but their kids' bodies? Never found. Dun dun dun. Guys, stop. You're creeping me out. Don't worry. I'll protect you. I'm serious. Get a room. Those kids used to play in these woods, but one by one, they disappeared. People used to come up here and leave stuff in case the kids were still alive. They left candles burning, but the candles moved in the night. Stop it! Nobody would let their kids come up here after that. Like that guy last year. Like he didn't just skip town or something? Don't tell me you're buying this. No. I know one of the kids he was with. They were up here playing Wick, too. For real? Would you calm down? What was that? Someone's out there. Can we go back now? Please? Don't take the blindfold off until we're gone. Was in den Wald Good luck. See you at 6 a.m. If you live. Ja, es wohl Geschichten gibt, dass die Kinder da verschollen sind und ja, und sie muss wohl oder selbst bis 6 Uhr morgens. Game Rules and Back. Okay, Spacebar. Midnight. Geisterstunde. So. Wo bin ich hier rausgekommen? Oder hatte ich eine Kapuze auf? So, Survive the Night. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal eine Kerze. Wie nehme ich diese? Mit E. Kann ich hier sonst irgendetwas? Press F, du. Meine Kerze wieder her. Okay, mit F kann ich wohl ein Feuer, ein Streichholz anmachen. Was haben wir hier? Run. Okay. Press E to collect. Zack, haben wir's. Don't think. Run. Schöne Maske hat er auf. Ja, gut. Ich hab's eingesammelt. So. Kann ich hier noch. Wie kann ich rennen? Ah, okay. Ich kann rennen mit. Sehr gut. Wir können rennen. Ich höre Stimmen, was mir schon wieder gar nicht gefallen mag. Wo sind wir hier? Oh, da ist so eine Maske. Hier haben wir auch eine neue Kerze. Kann ich die Kerze irgendwie, kann ich da F to transfer, okay. Zack, jetzt hat er unten und jetzt kann ich diese nehmen. Ja, ich habe eine neue Kerze. So geht das wohl andauernd. Wir brauchen andauernd Licht. Ja, müssen wohl bis 6 Uhr morgens überleben. Ich denke mal, das Spiel wird bestimmt wie manche andere... Da habe ich gerade Licht gesehen, ist da eine neue Kerze. Das Spiel wird wohl so aufgebaut sein, dass man wohl auch stundenweise überleben muss. Also ich denke mal, es wird von Stunde zu Stunde schlimmer. Fick dich, ich wollte es. Ah, wo kam er her? Oh mein Gott, so. Ich weiß gar nicht, wie lange diese Kerze ist. Die jetzt noch sehr... Oh, was war das? Runterkommen. Einhörner, Kätzchen. So, ich nehme diese neue Kerze doch lieber mit. Ja, wie nehme ich die? Mit E. So. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, hier gibt es auch noch irgendwie, haben wir eben gesehen, Collectibles, man kann bestimmt Sachen einsammeln. Ich weiß nicht, was das soll, ob das einfach nur Sammelgegenstände sind, wir dann glücklich sein können, dass wir was gesammelt haben. Wuhu. Oder ob die auch noch irgendwie anderweitig... Fuck, das wollte ich nicht. Fuck, 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 fuck. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nein, der Busfahrer. Hoffentlich hat das jetzt kein Monster angelockt. Ich weiß gar nicht, wie das hier ist. Ob man sich hier umdrehen soll, ist das vielleicht ein bisschen vom Slender, dass man, wenn man sich umdreht, ihn auf einmal hinter sich sieht. Ich weiß es nicht, kann es nur erahnen. Ich werde es aber bestimmt noch früh genug herausfinden, leider. So, nehmen wir die nächste Kerze wieder mit. Oh, ich will nicht gucken, es hat irgendwas geschrien. Alles cool, alles cool.
Ja, alles cool, aber noch. Okay, super. Ich weiß auch gar nicht, wir haben bestimmt keine Uhr oder sowas, dass wir sehen können. Sind das meine eigenen Schritte? Oh Gott. Gott, oh Gott, 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 Gott. Du bist doch anders gewesen. Nein, verfolg mich doch nicht. Bist du noch da? Oh, ich höre es. Ich will dich. Weg, 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 weg. Ich weiß gar nicht, was ich ihm erzählt habe oder erzählen wollte. Ich habe mir, glaube ich, gerade in die Hose gemacht. Gut. Das war so ein Junge wie eben auf dem Papier, oder? Was wir gesehen hatten. Achso, ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, wie lange hier so eine Stunde ist. Das würde mich sehr interessieren. Ich hoffe, es geht schnell rum. Ich hoffe, ich habe die Stunde gleich hinter mir, die erste. Danach werde ich erstmal eine lange Pause wieder einlegen von mehreren Monaten, bis ich mich davon erholt habe. So. Gut. Ja, wir spielen einfach weiter. Laufen weiter herum, wobei ich da drüben eben schon wieder den Bus gesehen hatte. Also laufen wir ja irgendwie, das ist da der Anfang, von wo ich kam, glaube ich. Und ich brauche verfickt nochmal eine Kerze. Ich glaube, ich brauche eine Camp. Ja, super, vom Camp. Ich brauche eine Kerze. Fuck, darauf habe ich jetzt schon wieder eben gar nicht geachtet. Ah, diese deutsche Sprache ist wunderschön. Wo ist hier eine Kerze? Da hinten ist, glaube ich, kommt wir. Fuck, 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 fuck. Entschuldigung, wenn ich so. Oh, was lief denn da an mir vorbei? Oh. Oh. Ich habe zum Glück ein Streichholz. Ich habe noch 5 Streichhölzer übrig, sehe ich gerade. Super. Hoffentlich nicht die Finger verbrennen. Scheiße, ich habe kein Licht mehr. Ich hätte früher auf die Kerzen achten sollen. Da wo? Nächstes Streichholz. Sehr gut. Haben wir hier irgendwo hier waren wir da? Hier war ich da auch schon. Kind, 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 Kind. Aua. Hör doch auf damit und tu mir doch nicht so weh. Hallo. Das war's wohl. Ich habe es total verkackt. Everyone dies, yeah. Also ich habe schon mal den Erfolg bekommen dafür, dass ich nicht spielen kann und sterben kann. Das ist doch schon mal etwas. Gut, ich denke mal, das langt als allererster kurzer Einblick in das Spiel. Ich werde diese Aufnahme jetzt hier mal stoppen. Ich mache gleich direkt noch einen zweiten Part hinterher, wo ich mich dann ein bisschen mehr anstrengen werde, nicht die Kerze zu vergessen. Und hoffe, es hat euch als erster Einblick in das Spiel gefallen. So für zwischendurch, denke ich mal, ist das was ganz Cooles. Hat bestimmt keine Story wie jetzt Among the Sleep oder The Park oder so. Aber für zwischendurch ist es, denke ich mal, wieder was richtig Gutes. So, ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Erzählt mir sonst was von euren Wünschen und Träumen. Erzählt mir irgendwas. Und bis bald. Adios.